Hallo, ich bin der Halil und ich möchte euch meine schreckliche Geschichte erzählen, die mir vor einigen Jahren widerfahren ist. Ich war damals noch ein Teenager und lebte mit meiner Familie in einem kleinen Dorf, das von dichten Wäldern und verlassenen Gebäuden umgeben war. An einem bestimmten Tag wurden meine Eltern von ihren Freunden zu einem Abendessen eingeladen und meine Schwester und ich blieben alleine zu Hause. Es war ein stürmischer Abend, als meine Eltern das Haus verließen und ich fühlte mich unwohl, allein zu Hause zu sein. Wir hatten alle Fenster und Türen verschlossen, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmt. Meine Schwester und ich beschlossen, uns einen Film anzuschauen, um uns abzulenken und den Abend zu verbringen. Es war schon spät in der Nacht, als wir plötzlich ein Geräusch hörten. Es klang wie ein leises Kratzen am Fenster. Ich dachte, es sei nur der Wind, der gegen das Haus blies, aber dann hörten wir es erneut. Diesmal war das Kratzen lauter und wir sahen, dass sich etwas draußen bewegte. Wir gingen zum Fenster und schauten hinaus. Was wir dort sahen, hat uns das Blut in den Adern gefrieren lassen. Eine Frau stand draußen im Garten und sah zu uns hoch. Sie hatte schwarze Haare, die wild um ihr Gesicht wehten, und ihre Augen leuchteten in der Dunkelheit. Aber das Schlimmste war, dass sie ihren Kopf um 180 Grad gedreht hatte und uns diabolisch anlachte. Es war unmöglich, aber wir sahen es mit eigenen Augen. Wir rannten schreiend ins Haus und schlossen die Tür ab. Wir waren voller Angst und Panik und wussten nicht, was wir tun sollten. Wir hielten uns gegenseitig fest und hofften, dass unsere Eltern bald nach Hause kommen würden. Aber die Zeit verging und es wurde immer schlimmer. Draußen hörten wir Schritte und das Knarren von Holz. Wir hörten Stimmen, die flüsterten und lachten, aber wir konnten niemanden sehen. Wir wussten, dass etwas Schreckliches draußen lauerte und darauf wartete, uns zu erwischen. Die Nacht verging langsam und endlich, als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster fielen, hörten wir ein Auto auf dem Hof parken. Unsere Eltern waren zurückgekehrt und wir fielen ihnen weinend in die Arme. Wir erzählten ihnen alles, aber sie glaubten uns nicht und dachten, dass wir nur Albträume hatten. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, dass diese Frau draußen war und dass sie uns angeschaut hat. Ich weiß, dass etwas Schreckliches in dieser Nacht passiert ist und ich weiß, dass ich nie vergessen werde, was wir erlebt haben. Seither haben wir das Fenster immer geschlossen gehalten, aber ich werde nie das Gefühl los, dass etwas in dieser Nacht unser Leben für immer verändert hat. In den folgenden Wochen konnte ich nicht mehr ruhig schlafen. Jede Nacht hatte ich Albträume von der Frau, die ihren Kopf um 180 Grad gedreht hatte und uns diabolisch anlachte. Ich wusste nicht, wer sie war oder was sie von uns wollte, aber ich spürte, dass sie uns auf irgendeine Weise verfolgte. Eines Tages, als ich von der Schule zurückkam, fand ich meine Schwester weinend im Wohnzimmer. Sie hatte ein Foto in der Hand und als ich es mir ansah, erstarrte ich vor Schreck. Es war ein altes Foto von einer Frau, die genauso aussah wie die Frau, die wir in der Nacht gesehen hatten. Sie hatte die gleichen schwarzen Haare und das gleiche unheimliche Lächeln. Meine Schwester sagte, dass sie das Foto in einem alten Buch gefunden hatte, das im Haus herumlag. Das Foto verstärkte nur meine Ängste und ich konnte nicht anders, als weiter nachzuforschen.
Ich begann im Dorf herumzufragen und erfuhr schließlich von einer Legende, die sich um die Frau rankte. Sie war angeblich eine Hexe, die vor vielen Jahren in dem verlassenen Haus am Waldrand gelebt hatte. Die Einheimischen sagten, dass sie sich von Kindern ernährt hatte und dass sie in der Nacht umherwanderte, um nach neuen Opfern zu suchen. Ich konnte nicht glauben, dass es tatsächlich eine Hexe gab, aber ich konnte nicht ignorieren, was wir gesehen hatten. Ich beschloss, das verlassene Haus am Waldrand zu besuchen, um herauszufinden, ob es wirklich wahr war. Meine Schwester und ich schlichen uns eines Nachts aus dem Haus und machten uns auf den Weg dorthin. Das verlassene Haus war alt und verfallen. Die Fenster waren kaputt und die Tür quietschte laut, als wir sie öffneten. Wir gingen hinein und sahen uns um. Überall lagen Scherben und Schutt herum, und es gab keine Anzeichen dafür, dass jemand dort lebte. Aber als wir das oberste Stockwerk erreichten, hörten wir ein Geräusch. Es klang wie ein leises Lachen und wir spürten, dass wir nicht allein waren. Wir gingen vorsichtig weiter und kamen schließlich zu einem Raum, der mit alten Büchern und Kristallen gefüllt war. In der Mitte des Raumes stand eine Kiste und als wir sie öffneten, fanden wir ein altes Tagebuch. Wir blätterten darin und lasen die Worte der Hexe, die darin aufgezeichnet waren. Sie schrieb von ihrer Macht und wie sie Kinder geopfert hatte, um unsterblich zu werden. Sie schrieb auch, dass sie immer noch nach neuen Opfern suchte und dass sie niemals aufgeben würde. Wir wussten, dass wir schnell aus dem Haus fliehen mussten, bevor sie uns erwischte. Wir rannten aus dem Haus und zurück zum Dorf. Ich erzählte alles den Einheimischen und sie beschlossen, das Haus zu zerstören, um die Hexe zu vernichten. Ich weiß nicht, ob sie erfolgreich waren oder ob die Hexe immer noch in der Nacht umherwandert, um nach neuen Opfern zu suchen. Aber ich weiß, dass ich nie wieder ruhig schlafen konnte und dass ich immer das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Jahre vergingen und ich verließ das Dorf, um in die Stadt zu ziehen. Aber ich konnte die Erinnerungen an diese Nacht nicht vergessen und ich war immer noch besessen von der Hexe und ihrer Geschichte. Eines Tages erhielt ich einen Anruf von meiner Schwester. Sie war wieder in unserem Heimatdorf und hatte etwas Interessantes entdeckt. Sie hatte eine alte Frau getroffen, die behauptete, die Hexe zu sein, von der wir damals gehört hatten. Meine Schwester hatte sie besucht und sie hatte ihr das Tagebuch gegeben, das wir vor so vielen Jahren gefunden hatten. Ich konnte nicht glauben, dass die Hexe noch am Leben war und dass sie uns immer noch verfolgte. Meine Schwester sagte mir, dass die Hexe sie gewarnt hatte, dass sie sich besser von ihr fernhalten sollte, wenn sie nicht dasselbe Schicksal erleiden wollte wie die Kinder, die sie geopfert hatte. Ich wusste, dass ich handeln musste, bevor es zu spät war. Ich kehrte in mein Heimatdorf zurück und begab mich auf die Suche nach der Hexe. Ich fand sie schließlich in einem alten Haus am Waldrand, das genau wie das Haus aussah, das wir damals besucht hatten. Ich betrat das Haus und sah die Hexe in einer Ecke sitzen. Sie hatte sich nicht verändert und ihr Lächeln war genauso diabolisch wie damals. Sie sagte mir, dass sie mich erwartet hatte und dass sie wusste, dass ich zurückkehren würde. Sie sagte mir auch, dass sie immer noch nach neuen Opfern suchte und dass ich ihr nächstes Ziel sein würde. Ich spürte, wie mein Herz vor Angst schneller schlug, aber ich wusste, dass ich sie besiegen musste. Ich griff nach einer alten Axt,
die in der Nähe lag, und lief auf die Hexe zu. Wir kämpften einen erbitterten Kampf und ich schaffte es schließlich, sie zu besiegen. Sie verschwand in einem Lichtblitz und ich spürte, wie die Last von meinen Schultern fiel. Ich verließ das Haus und wusste, dass ich endlich Frieden finden würde. Aber ich konnte nie vergessen, was passiert war und ich wusste, dass ich für immer mit den Erinnerungen an diese Nacht leben würde. Die Hexe war besiegt, aber ihre Geschichte würde weiterleben und in den Köpfen der Menschen weiterleben, die davon gehört hatten. In den nächsten Wochen und Monaten kehrte langsam Ruhe in mein Leben zurück. Ich versuchte, die Erinnerungen an die Hexe und ihre Taten zu verdrängen und mich auf meine Zukunft zu konzentrieren. Ich hatte das Haus meiner Eltern geerbt und beschloss, es zu renovieren und dort zu leben. Aber es sollte nicht lange dauern, bis ich merkte, dass ich nicht allein in dem Haus war. Ich hörte seltsame Geräusche und spürte, dass ich beobachtet wurde. Immer öfter hatte ich das Gefühl, dass die Hexe zurückgekehrt war und mich heimsuchte. Eines Nachts wurde ich von einem lauten Knall geweckt. Ich sprang aus dem Bett und rannte ins Wohnzimmer, um zu sehen, was passiert war. Ich fand nichts, was den Lärm verursacht haben könnte, aber ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Ich drehte mich um und sah sie. Die Hexe stand vor mir, ihr Lächeln war genauso diabolisch wie immer. Ich konnte spüren, wie meine Knie weich wurden und mein Herz vor Angst zu rasen begann. Die Hexe sagte mir, dass sie zurückgekehrt war und dass sie jetzt meine Seele holen würde. Ich wusste, dass ich keine Chance hatte, aber ich wollte nicht aufgeben. Ich rannte in die Küche und griff nach einem Messer. Die Hexe folgte mir und wir kämpften einen erbitterten Kampf. Ich konnte sie ein paar Mal treffen, aber es schien, als würde sie unverwundbar sein. Schließlich gelang es ihr, mich zu überwältigen. Ich spürte, wie sie meine Seele aus meinem Körper zog und ich in eine dunkle Leere fiel. Ich war tot, aber ich konnte spüren, dass die Hexe meine Seele in ihre Sammlung aufnahm und dass ich jetzt für immer bei ihr bleiben würde. Die Geschichte von Halil und seiner Schwester wurde in der Stadt und in den umliegenden Dörfern zur Legende. Diejenigen, die sie hörten, wussten, dass sie wahr war und dass die Hexe noch immer auf der Suche nach neuen Opfern war. Viele versuchten, das Haus zu finden, in dem die Hexe angeblich gelebt hatte, aber niemand hatte es je gefunden. Die Geschichte von Halil und seiner Schwester wird noch lange weiterleben, als Mahnung an die Menschen, dass das Böse immer noch unter uns lauern kann und dass wir uns davor in Acht nehmen sollten. Jahre vergingen und das Haus von Halil und seiner Familie stand immer noch leer. Die Menschen meideten es und es war bekannt, dass es verflucht war. Niemand wagte es, sich dem Haus zu nähern, aus Angst vor der Hexe. Doch eines Tages beschloss eine Gruppe von Tenagern, dass es an der Zeit war, der Legende auf den Grund zu gehen. Sie wollten das Haus von innen sehen und herausfinden, ob die Geschichte von Halil und seiner Schwester wahr war. Die Teenager trafen sich spät in der Nacht und machten sich auf den Weg zum Haus. Als sie das Haus erreichten, spürten sie sofort eine bedrückende Atmosphäre. Es schien, als ob das Haus lebendig war und sie beobachtete. Sie traten in das Haus und wurden von einer Kälte empfangen, die durch Mark und Bein ging. Sie sahen sich um und bemerkten, dass das Haus fast unverändert geblieben war, seit Halil und seine Familie dort gelebt hatten.
Plötzlich hörten sie ein seltsames Geräusch aus dem Keller. Sie zögerten, aber ihre Neugier trieb sie dazu, weiterzugehen. Als sie die Kellertür öffneten, sahen sie etwas, das sie nie vergessen würden. Dort unten lag der leblose Körper von Halil. Er sah genauso aus wie damals, als er von der Hexe getötet wurde. Die Teenager waren geschockt und konnten nicht glauben, was sie sahen. Aber bevor sie Zeit hatten, darüber nachzudenken, spürten sie, dass etwas sie verfolgte. Sie rannten um ihr Leben und versuchten, aus dem Haus zu entkommen. Aber die Hexe war schneller und griff sie an. Sie kämpften um ihr Leben, aber es schien aussichtslos zu sein. Einer der Teenager hatte die Idee, die Hexe mit Feuer zu bekämpfen. Sie fanden eine Flasche Alkohol und entzündeten sie. Die Hexe, die Feuer fürchtete, floh in den Keller und verschwand in der Dunkelheit. Die Teenager schafften es, aus dem Haus zu entkommen, aber sie wussten, dass die Hexe immer noch da draußen war. Sie wussten, dass sie nie wirklich sicher sein würden, solange die Hexe frei herumlief. Die Geschichte von Halil und seiner Schwester und der Hexe wurde zu einer Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Aber es gab immer noch Menschen, die neugierig waren und das Haus betreten wollten. Und jedes Mal, wenn jemand das Haus betrat, erinnerten sie sich an die Geschichte von Halil und seiner Schwester und wussten, dass sie nie wirklich sicher waren.